Es erinnert mich ganz ehrlich so ein bisschen an die alten Dragon Quest. Daran erinnert mich es ein bisschen, weil du auch dein Viererteam hast und dann neue Charakter, also neue Teammitglieder machen kannst, also erschaffen kannst, die dann in dein Team und ein bisschen rum und um wechseln kannst. Von dem her finde ich das echt gut gemacht. Das kosten. Immer noch nicht fassen. Sobald sie satt sind, werden sie alle besser miteinander auskommen. Wenn du das nächste Mal an ihnen vorbeigehst, erschrick die Taube bitte nicht. Es dauert sonst wieder ewig, bis sie wiederkommen. Ich werde vorsichtiger sein. Wovon nach Mondstadtort? Die mag ich besonders. Man soll immer nett zu anderen sein. Das hat mir Mama beigebracht. Schön, schön. Eine kleine Aufgabe erledigt. Stadt. Ah. Schilderlarm, Eiskugelkrise. Das Böse breitet sich aus. Ja. Also das Spiel gibt dir die Chance dazu, dein Team vollkommen selber zusammenzustellen. Und das finde ich gut, dass du wirklich die Chance hast, dein eigenes Team zu machen, so wie du gerne kämpfst und arbeitest. Und genau so soll es sein. So finde ich das gut. Ich drücke schon wieder die falschen Tasten. Mal wieder. Sobald ich vier tägliche abgeschlossen habe. Oh je. Dauert aber noch, bis ich vier abschließe. Okay. Köchin auf Jagd hinter dem Vorhang. Ich möchte hier weitermachen. Warte, bis die Taverne geschlossen hat. Ist sie die jetzt nicht schon geschlossen haben? Wo ist sie denn gerade? Verdammt, wo ist denn die Taverne überhaupt? Da ist eine Kiste. Eine Katze. I'll keep this close. Hallo Kätzchen. Es lohnt sich, jeden einzelnen Winkel zu durchsuchen. Und dass du überall hochklettern kannst. Darauf ist es ja aus, ne? Sollst die Story auch mit den Hauptchars schaffen können. Alles andere ist so ein bisschen das kleine Extra, wenn man das so sagen kann. Soll bis zu einer gewissen Uhrzeit warten. Wie viel haben wir denn? Warte. Ja. Wieso, ich kann es umstellen. Ja, jede einzelne Ecke, aber absolut jede. Hinter dem Vorhang kehrt zur Taverne zurück. Ach, die ist genau in erste Richtung. Kein Wunder, habe ich die nicht mehr gefunden. Das braucht einen echt nicht wundern, dass ich die nicht mehr finde. Bonessar, exotische Kleidung, sehr auffällig, mit Hilfe Informationen dringend benötigt. Wir können uns ja nicht selber verraten. You're here. Wait, you're Team? Well, first of all, I contacted more than one person. Secondly, she came here as Jean herself, not as the acting Grandmaster. Okay. A Jean you would never see, even as an honorary knight. What a surprise.
I heard about the Holy Lyre, but I never suspected it was you. So, the sound of the Holy Lyre can purify Storm Terror and return it to normal? Is that- That's right! Your Honorary Knight is putting themselves on the front line to try and resolve this Storm Terror issue. Hmm. Now that's the hotshot of the Knights of Favonius I'm talking about. Feels like we're breaking the law, though. I understand this kind of absurd explanation is hard to believe. But we can ask the bard to play the song again to try and persuade... I believe you. To persuade our stubborn command... Wait, what? I can't think of any reason for Dvalin's betrayal, given it was once one of the Four Winds. However, if it was poisoned in the battle over Mondstadt all those years ago, and then corrupted by the Abyss Mage after it woke up, we can't really blame it. But as acting Grand Master, I obviously cannot make such a statement publicly. Diplomatic pressure from the Fatui makes it hard for us to seek a peaceful resolution to the Storm Terror issue. People would think I've lost grip on the gravity of the situation. That's why I can only do this in private. That's one of the reasons I don't like the Knights of Favonius. What surprises me is that you would believe an outlander so easily. My cautious and meticulous superior, even you trust him, don't you, sir? I already told you not to call me sir. Never mind. We don't often get to work together after all. Wow, this is really awkward. I have a rough idea of where the Holy Lyre de Hamel is. Nice recovery. She's really talented at changing the subject. The conflict between Mondstadt and Sneznaya stems from the conflict between the Seven Nations and their respective gods. The Cryo Gods Fatui seem to be after the Animo Gods' power. Wie lange ich schon stream? Über ein Jahr auf jeden Fall schon. Am 28. Oktober habe ich die ersten richtigen Streams hervorgebracht, damals mit The Witcher 3 Wild Hunt plus DLCs. Und am 1. Januar bin ich seit einem Jahr sogar Affiliate. Also ich habe schon einige Zeit reingesteckt und es wird nicht langweilig und es macht immer noch unglaublich viel Spaß. Lassen möchte ich es nicht. Gerade auch mit so tollen Spielen, wo dann einfach man wieder neue Leute kennenlernt. Das ist einfach herrlich. Einfach wieder unglaublich Spaß. So. Deswegen haben sie vorgeschlagen, die Verteidigung der Stadt zu übernehmen. Deswegen haben sie vor, Dvalin zu töten. Right. If the Knights of Favonius publicly prevented an attempt on Dvalin's head, then the only other way to affect the Animo God's power is to take the Holy Lyre. The number of Fatui that have come to Mondstadt is far from limited. I've already managed to coerce a few reports out of them. Diluc has determined that the Holy Lyre is not being held in the Goth Grand Hotel. I imagine they don't want to leave something stolen in a place where it could be so easily found. Paimon gets it! If too much of a scene gets made, then it becomes a big diplomatic issue. Such is the diplomacy between the Seven Nations. Outlander, ready to go? Yeah. Immer doch. Nur ein Tipp? Nur einen einzigen Tipp, Lu? Erhoff dir nicht allzu schnell was zu erreichen. Es dauert. Und wenn man sich darauf versteift, schnell etwas zu erreichen als Streamer oder YouTuber, wird man ganz schnell enttäuscht. Man muss sehr früh anfangen zu lernen, dass es manchmal sinnvoll ist, das Ganze als Hobby weitergehen zu lassen und mit der Zeit aufzubauen. Also, ich selber habe den Affiliate doch schon sehr früh aktiviert, was vielleicht doch gar nicht mal so gut war. Ja, ich bin jetzt dann fast ein Jahr Affiliate. Hat man arg viel davon? Nicht so. Noch nicht. Es kommt irgendwann, dass es richtig gut oder super läuft. Oder vielleicht geht es auch nochmal richtig, richtig, richtig runter. Man sollte sich nie drauf versteifen.
Das kommt mit der Zeit. Das mit dem Reden, wenn keiner da ist, das kommt einfach mit der Zeit. Das hat mir auch geholfen. Ich habe erst angefangen zu streamen und dann habe ich angefangen, YouTube-Videos zu machen. Inzwischen schaffe ich es auch, YouTube-Videos zu machen ohne Livestream. Mit Livestream ist es auf jeden Fall einfacher, weil dann doch zwischendurch mal jemand reinkommt und sich mit dir unterhält. Aber das lernt man. Das ist eine pure Übungs- und Kopfsache. Kommt alles mit der Zeit. Wenn man möchte, kann man alles hinkriegen. So, gehen wir. Ab auf Abenteuer. Jean just said the Fatui are trying to take Devalin's power for the Cryo God. Ja. I fear this might fall short of their true intentions. I think they intend to use Barbados's connection to the wind to draw him out. Just like Lisa traced the source of the storm to the temples. The God of Anima? Hasn't been seen for more than 1,000 years. What makes you think that's their intention? Oh. Okay. Habt ihr? Huh? Ich? Forget it. I don't like having to pry. Here, take this. Oh, danke. What is it? A disguise to protect your identity. Put it on before you run into the Fatui. Unfortunately, they're still one of Mondstadt's allies. At least that's the facade we're maintaining. Our actions are going to get them stirred up. Better to not implicate yourself on a personal level. Okay. Haben wir ein neues Outfit? Leider nicht. Okay, bin schon bei 15, das ist schon mal okay. 12, 12, 13. Hat alles okay. Was ich möchte ist meine Waffe. Weiße. Stell bei Erhalt von Elementarkristallen oder Elementarteilchen eine LP wieder her. Angriff und Verteidigung bei Treffen mit Standardangriffen und heftigen Schlägen. 6 Sekunden lang, 4%, vierfach stapelbar. 3 Sekunden Abwicklungszeit. Himmelsflugschwert. Zielstrebigkeit erhöht den Angriff und Bewegungsgeschwindigkeit nach Anwendung einer Spezialfähigkeit 15 Sekunden lang um 12%. Auch nicht schlecht, ne? Gibt leider erst für 2 Chars ein zweites Outfit und im nächsten Update kommen 2 neue dazu. Oh, das ist auch nicht schlecht. Mehr Klamotten. Jetzt gucken, dass hier auch alles passt. Bin ich am überlegen. Eigentlich macht es Sinn, 4 Sterne schwer zu nutzen. Aber ich muss es auch verstärken noch. Okay, wir haben ein bisschen was, was wir reinhauen können. Ja, wir haben noch niemanden mit Speer. Wir haben noch einige hiervon. Ich will mein Schwert auch irgendwo ein bisschen genießen. Da. Ey, nimm mit. Nicht möglich. Okay. Teuer ist es nicht. Ja. Stufe 20. Und jetzt brauche ich Bleikugeln, Nebelgraspollen, Abzeichen für neue Rekruten. Und erst dann kann ich bis 40 hochstufen. Das ist super. Gut. So, was ist mit deinen Waffen? Du hast schon einen 3-Sterne-Bogen. Noch dazu Stufe 14.
Können wir noch mal ein bisschen verstärken. Übertreib's nicht. Ja, das ist höchste Stufe. Gut. Oh, hier habe ich sogar schon 3 Stück. Ich nur noch die. Klasse. Gut. Das ist deins. Deine Waffe ist schon auch recht gut. Sogar schon Verfeinerungsgrad 4. Das können wir sogar noch ein bisschen verbessern. War falsch. Verfeinern. Ich wollte nicht verstärken, ich wollte verfeinern. Und Grad 5. Jetzt können wir noch ein bisschen verstärken. Wir haben keine Schwerter mehr, die ich dafür verwenden möchte, außer eigentlich die hier. Das hier. Bam, 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 bam. Hört man das Klicken zu sehr? Wir können es mal ausprobieren. Das Klicken hört man nicht zu sehr. So, jetzt haben wir auch dich gut aufgepusht. Du hast noch kein besseres Buch. Oh, noch nicht nötig. Stromschnellen, die Bartüberlieferung. Ja, passt eigentlich. Also du darfst auf jeden Fall mal. Hier wird es hier. Du darfst auf jeden Fall einen besseren Bogen schon mal haben. Mal denn hier. Rahmenbogen, Bewährtheit von Feuer und Wasser. Präzision. Steinschleuder. Steinschleuder. Präzision. Okay. Machen wir mal den hier. Hab ich schon ein gutes Schwert gegeben, ne? Ja. Beihänder. Könntest sogar einen von denen hier nutzen. Laderate, Elementarkunde. Blitz, himmelspaltende Wirbel. Gib dir das hier. Und du hast auch einen Zweihänder. Das finde ich ja mega. Kriegst den hier. Blitz und Wasser und er ist sogar Blitz. Dementsprechend passt das Schwert ganz gut. Achso, als Entlastungsfürde den Finger. Da waren es nur noch 2. Oh, nur noch 7%. Was hat sie sogar in den 5-Star-Waffen? Ja, die habe ich wahrhaftig durch Zufall gekriegt. Das war wirklich Glück. Zumindest sehe ich es als Glück. Du, wir haben sogar schon 4 Uhr und sind 6,5 Stunden dabei. Noch bin ich fit. So. Ja, da können wir auch schnell hinreisen. Den Weg laufe ich nicht. Und jetzt müssen wir da hoch.
noch einen Fisch gefangen.